Moin moin Freunde des guten Geschmacks, ich bin wieder dabei, hier bei den besten und schlechtesten Filmen, nicht im ganzen Juli, weil so viel habe ich nicht gesehen, war auch im Urlaub und war ein bisschen unterwegs, aber der Kalenderwoche 23, weil die WM ist ja vorbei und da sind dann einigermaßen viele Heimkinostarts gestartet, auch Kino, das war genau das gleiche, sind die ganzen Blockbuster rausgekommen und jetzt spreche ich aber erstmal um die besten und schlechtesten Filme in diesem Teil, die ich gesponsert bekommen habe, weil andere Sachen habe ich nicht mehr geschafft, das war schon einigermaßen viel gewesen, das waren nämlich 6 Filme. Und ja, fangen wir mal an, welche Filme dabei sind. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und wir legen jetzt nämlich los mit Nummer 6. Ja, auf Platz 6 ist der Film Ikel Giants von dem Macher von Harry Potter. Ist ein Fantasy-Drama und erzählt die Geschichte über ein Mädchen, was sich in eine Fantasy-Welt begibt, also ihre eigene Fantasie. Und da ist aber das Problem, das Cover und auch der Trailer leiten den Zuschauer in eine ganz andere Richtung, was man auch eigentlich erwartet. Das hat mich so ein bisschen genervt und ansonsten war es auch teilweise sehr langatmig, unlogisch. Gut, die Auflösung hat dann schon einigermaßen viel wieder rausgeholt, das war schon nicht schlecht gemacht. Aber ansonsten, wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich nämlich mega spoilern. Trotzdem ist der Film für mich an sich nicht so gut umgesetzt, weil er ist ziemlich in der Story wirr und auch dieser CGI kann nicht so super gut punkten. Da wäre ich jetzt von dem Macher von Harry Potter Besseres erwartet gewesen, aber trotzdem bekommt der Film eine 4 von 10 von mir. Auf Platz 5 ist Kings mit Halle Berry und mit Daniel Craig in den Hauptrollen, spielt um Rassenkonflikte in den Fall Rodney King und das ist so das Problem in dem Film, der baut sich langsam auf, hat so ein bisschen Coming-of-Age-Anteile in diesem Film und ist aber trotzdem, wenn man sagt, bleibt hinter den Erwartungen der schauspielerischen Künste von einer Halle Berry, die ja 8 Kinder hat, sie nimmt die Kinder auf, das sind nicht mal ihre leiblichen Kinder und es kommt dann halt zu diesen Vorfällen, zu diesen Aufständen. Und ich muss sagen, das ist so ein bisschen teilweise nicht schlecht umgesetzt. So, es wird nicht langweilig, ist schon spannend, weil was man überlegt, was der Mensch manchmal gegen diese Rassen, gegen Rassismus, gegen andere, die andere Haut haben, gegen hat, ist schon ziemlich schlimm. Das bringt auch der Regisseur ziemlich gut rüber. Aber trotzdem bleibt sich das irgendwie so ein solider Film. Und das Ende hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Das war für mich auch wieder so ein, ja, bumm, zack, irgendwie das, was passiert, Ende. Also somit kriegt Kings von mir eine 5,5 von 10. Aber ansonsten habe ich schon bessere Filme mit Daniel Craig und Halle Berry gesehen. Auf Platz 4 ist Iron Juliet. Das ist ein Film über die Liebe in Zeiten der totalen Überwachung und über das Überwinden von Vorurteilen. Ja, ich muss sagen, der Film hat seine Spannung aufgebaut, ist nicht langweilig, kann mit einer, sagen wir mal, einen soliden Cast aufsetzen. Der Regisseur Kim Jong kann auch mit seinem Drama schon was Gutes leisten, aber ist trotzdem immer noch solide. Das ist nicht einfach, das merkt man, das ist einfach so ein Independent-Film. Der wird ja auch vertrieben von MFA Plus. Ihr wisst ja, das ist ein Label, der, sei mal, nicht die hochwertigen Blockbuster rausbringt, sondern eher was für die, ja, Independent-Liebhaber oder halt Cineasten, die so ein bisschen diesen ruhigen Film mögen. Zudem konnte der Film auch noch schon Filmfestpreise abräumen in Venedig und hat diesen halt als bester Film bekommen. Man merkt auf jeden Fall, dass der Film schon seine Klasse hat, aber so dieses Liebesfilm mit dieser Romantik und noch das, dann diese Spannung als Drama muss man halt mögen, das ist klar. Aber ansonsten bekommt der Film von mir eine 6 von 10. Auf Platz 3 ist der Film, der packende Kriegsfilm nach einer wahren Begebenheit, 12 Strong, die wahre Geschichte der US Horse Soldiers. Ja, der Film ist ja mit Chris Hemsworth, dem man eher bekannt ist als Thor, aber ansonsten ist das ein Film, ja, wenn man Kriegsfilme mag, klar, kann man sich den generell angucken. Trotzdem, man merkt schon so ein bisschen diese Propaganda, es ist trotzdem nicht schlecht gemacht. Der Film spielt ja unmittelbar nach dem 11. September. Das Drama, wisst ihr ja, das ist natürlich nie wegzudenken in den Köpfen. Und der Film spielt halt danach und zeigt dann halt diese Kämpfe gegen die ISIS. Und sie werden unterstützt von vielen Reitern, das ist schon nicht schlecht gemacht. Auch schöne Bilder, schöne Soundkulisse. Die Kampfszenen sehen nicht schlecht aus, ist manchmal aber vielleicht ein bisschen over the top. Da muss ich dann andere Filme wie Hacksaw Ridge oder halt Dunkirk loben, die es schon besser umgesetzt haben. Chris Hemsworth ist ja schon ein Garant für Popcorn-Kino, das wisst ihr ja selber.
Aber ansonsten ist das wirklich ein Film, den kann man sich angucken, muss man aber auch nicht Großartiges erwarten. Leider war ich dann teilweise ein paar Sachen enttäuscht, zog sich auch hin der Film ein bisschen. Dann ist das ein guter Film, den man sich mal angucken kann. Deswegen bekommt der Film von mir eine 6 von 10. Da kommen wir fast schon zum Ende. Auf Platz 2 ist Molly's Game mit Jessica Chastain in der Hauptrolle als Molly. Das war eine wahre Begebenheit. Sie war eine Skispringerin gewesen. Ja, und das war von dieser Geschichte an, von da bis zum Schluss, einfach nur ein klasse Film. War teilweise vielleicht noch ein Ticken, vielleicht ein bisschen zu langatmig, aber ansonsten, schauspielerisch hat die Jessica Chastain mal wieder ihre Glanzleistung gezeigt. Idris Elba als Anwalt hat auch in diesem Film wirklich super gut gespielt, also allen drum und dran. Gerade diese Geschichte um diese Pokerspiele, diese illegalen Pokerspiele, hat sie als Biopic so gesehen richtig gut umgesetzt und regiemäßig auch richtig gut umgesetzt. Deshalb bekommt der Film von mir eine 8,5 von 10. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Wie gesagt, kleinen Ticken zu lang, aber ansonsten wirklich ein guter Film. Ja, und auf Platz 1 ist für mich, diesen Monat war ich schon Kino, bevor jetzt noch nicht Ant-Man and the Wasp war ich noch nicht drin gewesen bei diesem Tag. Es ist ja halt diese Kalenderwoche, in dieser Woche war ich auch im Kino, in Sicario 2. Ihr merkt ja, es ist heiß, da war es auch im Film heiß. Also an sich ist der Film wirklich eine andere Sache wie der erste Teil. Der hat von der Soundkulisse echt Druck, Spannung und das merkt man auch richtig, dass dieser Film klug ausgedacht wurde. Wobei das Ende ja so ein bisschen zum Cliffhanger-Ding ist. Wo ich überlege, was zu machen, über das Ende erklärt, das werde ich wahrscheinlich nochmal umsetzen, muss ich mir nochmal so ein bisschen was durch den Kopf gehen lassen. Aber ansonsten mit Benicio del Toro, Josh Brolin, richtig geiler Cast. Man kann einfach gar nicht mehr sagen. Nur teilweise hat sich das so ein bisschen hingezogen, aber die Geschichte mit dem Sicario, das wurde ein bisschen aufgerollt. Und ich muss sagen, das ist wirklich gut gemacht, was Taylor Sheridan als Autor da umgesetzt hat, das Drehbuch. Und Stefano Sulima als Regisseur kann jetzt nicht Denis Villeneuve er kann ihn da nicht ganz gerecht werden, weil es ist schon eine Art von Regie, was er führt, der Denis Villeneuve. Das kann man einfach nicht umsetzen. Das ist schon ein Genie. Aber ansonsten ist das wirklich solide in diesem Regiearbeitsmäßig. Aber an ganzen Paket ist das ein guter, geiler Film. Alleine die ganzen Fights ist es jetzt nicht mega immer blutig, aber die ersten Anfangssequenzen, die sind schon derbe und makaber umgesetzt. Deshalb bekommt der Film von mir eine 8,5 von 10. Und das verdient für diesen Monat auf Platz 1 zu landen und ja, mehr kann ich da jetzt gar nicht mehr sagen. Ja, sind wir jetzt am Ende angelangt. Was sagt ihr zu dem Film? Habt ihr schon ein paar von denen gesehen? Werdet ihr angucken und ihr habt ja die Daten gesehen, die standen ja mal hier unten drinne, wo ich das nochmal erzählt habe. Ja, vielen Dank nochmal an die ganzen Sponsoren, unter anderem natürlich so Studio-Kanal, MFA Plus und die stehen natürlich auch alle in der Videobeschreibung drin oder jetzt hier, keine Ahnung. Und es gibt natürlich auch jetzt was zu gewinnen. Zu dem Film, die ich halt vorgestellt habe, gibt es nämlich diese folgenden Sachen zu gewinnen. Ihr könnt bei 12 Strong erstmal eine Blu-ray gewinnen und eine DVD. Zu Ion Joliet, da gibt es zwei DVDs zu gewinnen. Und zu den Klassefilmen Molly's Game gibt es auch eine Blu-ray zu gewinnen und eine DVD. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst natürlich wieder Abonnent sein auf diesem Kanal, liken nicht vergessen, kommentieren, was ihr wollt. Ne, Hauptsache, ihr habt einen Kommentar gesetzt, was ich da lesen kann. Vielleicht schreibt ihr mal was über die Filme, Schönes oder setzt mich da irgendwie Kommentar rein. Keine Ahnung, macht das mal, wie ihr es wollt. Und ja, Laufzeit ist auf jeden Fall bis zum 15.08.2018 läuft das Gewinnspiel. Und sonst habe ich noch das andere Panini-Comic-Gewinnspiel zu den fast 1000 Abonnenten online. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ne, Abo, Abo, Abo. Bis dann und ciao. Bam. Und habt einen schönen Sommer und schwitzt so ab wie ich.